herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Haul-Mischmasch. Heute ist Dienstag und wir waren jetzt heute einkaufen im Kaufland, eigentlich fast für die ganze Woche. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar sind im Angebot die Zabler-Nudeln. Da haben wir einmal solche Röhrlis mitgenommen. Dann ging mit eine Packung Leona. Einmal Leberkäse. Dann habe ich mir wieder so TK Blumenkohl mitgenommen von K-Bio. Da will ich mir so Blumenkohl-Curry machen. Dann ging einmal wieder Schaschlik-Spieße mit. Zweimal so große Becher Magerquark. Dann hat mein Mann mal mitgenommen zum Ausprobieren. Hier, das sind im Prinzip Steaks mit Marinade von diesem Löwensenf. Und dann nochmal hier Holzfällerscheiben. Also im Prinzip auch so Steaks. Dann habe ich mir noch mitgenommen Putengeschnetzel. Da war diese große Packung hier. Ah, nee, ich dachte gerade. Sie wäre geöffnet schon. Diese große Packung war im Angebot. Ich werde nämlich heute Abend so ein bisschen Meal Prep machen, eigentlich nur für 2 Tage, also heute Abend und morgen Abend. Da gibt es dann einmal das Putengeschnetzle mit dem Blumenkohl-Curry. Dann habe ich noch normales Schweinegeschnetzle das mitgenommen. Damit mache ich auch übermorgen dann im Prinzip für übermorgen und übermorgen mache ich da dann einmal Schweinefleisch süß-sauer. Dann gingen einmal noch hier solche, was ist das eigentlich genau, Spitzpaprika oder sowas in der Art mit. Dann habe ich hier einmal noch Champignons in der Dose mitgenommen. Und Ananasstücke, das ist für das Süß-Sauer. Und einmal Kokosmilch, die tue ich mit zu dem Curry mit dazu. Dann haben wir nochmal 2 Päckchen mitgenommen von diesen Angebotsnudeln. Einmal Hörnchen und einmal Spirelli. Und zu guter Letzt ging noch eine Packung Hackfleisch noch mit dazu. So, das waren jetzt die Sachen, die wir jetzt heute beim Kaufland mitgenommen haben. Hallo ihr Lieben, ich hatte jetzt gerade mein Studiengespräch, wo ich mega nervös davor war. Ich habe so ein bisschen was gelesen. Habe auch ein Video gesehen von einer YouTuberin, die da so ein bisschen was davon erzählt hat, dass da auch so Allgemeinfragen gestellt werden und sowas. War eigentlich gar nicht der Fall, es war super locker. Eine super nette Studienberaterin, die ich habe, also die ist jetzt praktisch für mich, beziehungsweise sie ist allgemein halt für den Studiengang duales Studium, soziale Arbeit mit virtuellem Campus, ist die zuständig, also somit auch für mich. Wo ich also im Prinzip jederzeit auf sie zukommen kann, wenn ich irgendwie Fragen oder Probleme habe. Und jetzt im Gespräch ging es eigentlich nur darum, dass ich so ein bisschen von mir erzähle, was ich bis jetzt gemacht habe. Auch so, sie hat auch ein bisschen nach meiner Motivation gefragt, wie ich dazu kam, das zu machen und warum ich mich für die Art des Studiums entschieden habe. Und dann haben wir noch so ein bisschen über Praxispartner gesprochen, was ich da so schon im Auge habe, was ich mir vorstellen könnte, was es für Möglichkeiten gibt. Und ja, an für sich, wie gesagt, war es super locker. Ich habe mir so einen Kopf gemacht gestern Abend schon. Ich war so nervös, auch heute Morgen, bevor es jetzt vorhin losging. Aber die nächsten Schritte werden jetzt praktisch, dass ich mich jetzt erkundige bei potenziellen Praxispartnern, ob es dort eine Möglichkeit gibt,
das Praktikum zu machen, den Praxisteil zu machen. Also je nachdem, also wenn jetzt zum Beispiel schon eine entsprechende Stellenausschreibung direkt für das gegeben ist, dann kann ich mich im Prinzip eigentlich schon bewerben direkt, wenn das jetzt noch nicht so offensichtlich ist. Dann soll ich erstmal anrufen, mich erkundigen, ob das dort überhaupt möglich ist. Und ja, wie gesagt, da geht es jetzt eben dran, zu den Praxispartner jetzt in den nächsten Wochen sozusagen eigentlich zu finden. Also desto schneller ich einen Praxispartner fix habe, desto besser ist es natürlich, weil desto eher kann ich dann auch wirklich offiziell immatrikuliert werden, heißt es, also zum Studium offiziell angemeldet werden. Die nächste Woche kann ich noch freiwillig an einer Informationsveranstaltung teilnehmen, also Online-Informationsveranstaltung zum Thema Praxispartnersuche, also wo es dann nochmal speziell nur um das Thema geht, wie finde ich einen Praxispartner, wie bewerbe ich mich da richtig, bla bla bla. Da werde ich auf jeden Fall teilnehmen, weil klar habe ich schon viel Erfahrung jetzt, was Bewerbungen angeht und pipapo, aber wenn man so eine Infoveranstaltung noch mitnehmen kann, warum nicht? Und ja, dann werde ich mich jetzt die nächsten Wochen da bewerben. Das läuft dann praktisch so ab, wenn ich dann die Bewerbung versendet habe, dann warte ich natürlich auf Rückmeldungen. Gegebenenfalls melde ich mich dann nach 2 Wochen nochmal. Wenn die dann noch Fragen haben oder so, dann kann ich die einfach direkt an meine Studienberaterin weiterleiten. Die klärt es dann praktisch alles. Die klärt es mit dem Vertrag, also mit dem Praxispartnervertrag. Sie klärt es mit den Gebühren, weil der Praxispartner bezahlt ja meine Studiengebühren. Und wenn ich Glück habe, also sie sagt, das ist von Branche, also Branche sozusagen, also ob das jetzt im Bereich Krankenhaus ist oder im Bereich Kinderpflege, ist es halt unterschiedlich, bekommt man teilweise noch ein Taschengeld. Das kann so von 100, 200, teilweise sogar bei 300 Euro im Monat liegen, was man noch zusätzlich selber bekommt. Da kümmert die sich sogar auch drum. Wie gesagt, wenn dann halt die Einrichtung oder die Firma, wie auch immer, da noch Fragen hat. Und wenn die dann sagen, ja, das können wir uns vorstellen mit der Studentin sozusagen, dann wickelt die das auch alles ab mit dem Vertrag und ich muss dann eigentlich nur noch zu meinem Praxispartner hin, mit denen den Vertrag unterschreiben und dann habe ich meinen Praxispartner. Also die Studienberaterin, die macht da schon echt einen großen Teil an der organisatorischen Arbeit. Also ich muss natürlich meine Bewerbung entsprechend machen und von mir selber auch überzeugen. Aber so dieses ganze Organisatorische macht wirklich alles die Studienberaterin und kümmert sich da um alles. Und auch wenn ich zum Beispiel während dem Bewerbungsprozess irgendwelche Fragen habe oder was unklar ist, kann ich immer auf sie zukommen und mich da mit ihr absprechen. Also richtig locker auch und wie gesagt auch echt eine nette Studienberaterin. Und jetzt heißt es eigentlich nur Daumen drücken, dass es klappt mit dem Praxispartner, weil das ist jetzt im Prinzip noch die letzte Hürde. Weil wenn ich keinen Praxispartner habe, kann ich natürlich auch das Studium nicht beginnen. Ich hoffe natürlich, dass ich hier im direkten Umkreis was bekomme. Wir haben ja relativ viele Kliniken halt bei uns in der Umgebung. Wäre toll, oder halt, ich habe schon gelesen, in dem einen alten Pflegeheim, das bei uns in der Nähe ist, die haben das speziell ausgeschrieben, dass sie Studenten in dem Bereich suchen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin da wirklich für alle. Also Kindergarten muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe den Kindergarten schon zu Hause. Aber so, ich hätte jetzt auch kein Problem, wie gesagt, im Altenpflegeheim zu arbeiten oder in der Jugendhilfe. Also ich bin da wirklich super offen, weil mich eigentlich da alles interessiert. Ich könnte mich da eigentlich fast in jedem Bereich vorstellen und deshalb kann ich auch da wirklich die Angebote, die es gibt, voll ausschöpfen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass es klappt mit einem Praxispartner. Ich habe natürlich das Glück, dass ich jetzt rechtzeitig mich auch angemeldet habe für das Studium und beziehungsweise für den Bewerbungsprozess ja erstmal, weil wenn ich damit noch länger gewartet hätte, dann wäre es vielleicht nachher knapp geworden, dass ich einen Praxispartner finde. Aber ich habe ja jetzt noch
eine ganze Weile Zeit. Also ich glaube, immatrikuliert, also dadurch, dass das Studium Anfang Oktober anfängt, kann man frühestens im Juli sowieso erst immatrikuliert werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, also man sollte dann halt spätestens im September einen Praxispartner haben. Aber da ist ja jetzt noch genügend Zeit, ja, Bewerbungen zu schreiben, gegebenenfalls Gespräche zu führen oder auch, sie hat auch gemeint, es kann auch gut sein, dass man mal einen Tag Probe arbeitet oder mal so einen Tag sich das anguckt, so als Hospitation, was ja auch kein Problem ist. Und deshalb ist da jetzt auch noch genügend Zeit. Ich habe jetzt gar keinen Zeitdruck. Und also ich bin da guter Dinge, dass es da irgendwo klappt. Also auch die nächstgrößere Stadt gibt es so viele Angebote in dem Bereich, wo man eben in dem Bereich arbeiten kann. Ist dann halt natürlich eine längere Fahrtaufwendung. Mir wäre es natürlich lieber, wenn es hier direkt in der Nähe klappt. Aber Hauptsache, ich habe einen Praxispartner, das ist wichtig, damit ich das Studium anfangen kann. Und ich bin jetzt gerade so erleichtert, dass das Gespräch doch nicht so, ja, so Bewerbungsgespräche war, sage ich jetzt mal. Man hatte immer so die Vorstellung bei einem Bewerbungsgespräch. Aber ich bin jetzt einfach froh, dass ich das hinter mir habe und dass es jetzt in den nächsten Schritt geht mit den Bewerbungen. Und ja, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Zum Thema Jobs. Der letzte Stand war ja, dass ich ja eigentlich als Hausdame arbeiten wollte in dem Seniorenheim. So ein Schluderladen. Also ich weiß nicht, ob das nur an dem Einrichtungsleiter liegt oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Hieß es dann, ja, er meldet sich, dann hat er sich nicht gemeldet, dann hieß es, die Mitarbeiterin meldet sich, da kam dann auch nichts und einfach nur, es meldet sich ständig niemand und wenn man selber anruft, heißt es dann nur, ja, die Mitarbeiterin ist gerade nicht da, die dafür zuständig ist oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, die letzte Sache war, wo ich jetzt telefoniert habe, die Mitarbeiterin meldet sich wieder bei mir. Ich werde denen jetzt nicht mehr hinterher telefonieren, weil ich habe da echt keine Lust, da jetzt wochenlang hinterher zu telefonieren und da auf heißen Kohlen zu sitzen, ob es klappt oder nicht, weil ich will ja auch, ne, weiter gucken nach was anderem. Dann die Sache, falls ihr euch erinnert, wo ich bei dem einen, in der einen Firma wo war, wo der Herr privat eine Haushaltshilfe gesucht hat. Das fand ich auch ziemlich enttäuschend, weil der Herr ziemlich euphorisch war und gesagt hat, ja, das könnte er sich gut vorstellen, bla bla. Und er gibt mir dann eine Rückmeldung. Dann kam eine ganze Weile keine Rückmeldung und letztendlich kam dann von seiner Sekretärin eine E-Mail mit einer ganz einfachen Absage, wo ich mir dann dachte, also sorry, aber das ist dann schon ein bisschen feige, wenn man sich da so bemüht um, ne, persönlich bemüht um eine Haushaltshilfe und hat dann nachher nicht mal den Mumm, persönlich anzurufen und zu sagen, hey, es tut mir leid, klappt doch nicht oder es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn der sich persönlich bei mir gemeldet hat. Aber dann so, sorry, aber auf gut Deutsch feige zu sein und da einfach die Sekretärin vorzuschicken und zu sagen, schreiben Sie da halt einfach mal eine Absage. Gut, naja, ich bin ja sowieso am Überlegen, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, dass ich vielleicht noch einen zweiten Minijob annehmen will während dem Studium, also irgendwie im Bereich Putzen, irgendwo ein, zweimal in der Woche oder so, irgendwo als Haushaltshilfe oder irgendwas machen. Und ja, da bin ich jetzt noch so am gucken, ob ich überhaupt jetzt noch vor dem Studium groß rummache, noch einen Teilzeitjob anzunehmen, weil den müsste ich ja dann so dann wieder kündigen. Und ja, also wenn sich noch irgendwas Passendes ergibt, dann mache ich das. Ansonsten werde ich mich jetzt einfach nach einem zweiten Minijob noch umgucken. Und dann mal gucken, wie das dann auch beim Studium dann reinläuft, zeitlich, wie ich das dann mache. Aber ja, momentan ist einfach Pech. Vielleicht soll es nicht so sein, auch möglich. Wie gesagt, Hauptsache, dass mit dem Studium klappt, weil das ist halt wirklich das, was jetzt auch für meine Zukunft wichtig ist, dass ich da weiterkomme. Und ja, ihr Lieben, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden,
wie was wo weitergeht und ja, sag einfach mal dann bis später.